Herzlich willkommen zu Adiers Daily TV. Bevor wir zum Marktgeschehen kommen, der kurze Hinweis auf das Online-Börsenspiel der Société Générale Trader 2022. Spielbeginn ist der 5. September, die Spieldauer beträgt 8 Wochen. Neben dem Hauptpreis einem Jaguar F-Pace gibt es noch jede Menge weitere tolle Preise zu gewinnen. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an unter www.trader-börsenspiel.de. Den Link zur Anmeldung finden Sie auch in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt aber zum Marktgeschehen. Der Deutsche Leitindex hat gestern die Verlustserie der Vortage gestoppt. Der DAX notierte zwar immer wieder im Minus, im Tieflager sogar unter der Marke von 13.100 Punkten. Am Ende ging er allerdings mit 13.220 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Plus von 0,2% bzw. 25 Punkten. Blicken wir dabei nach Frankfurt zu meiner Kollegin Sissi Heidmanek. Sissi, der DAX hat gestern leicht im Plus geschlossen. Kann er heute an die Gewinne von gestern anknüpfen? Einen schönen guten Morgen. Ja, das wollen wir doch hoffen. Also vorbörslich ist er auf jeden Fall fast ein halbes Prozent aktuell im Plus. Und die Vorgaben aus Asien sind auch grün. Also überall ist man jetzt so ein bisschen zwar immer noch im Vorfeld des Jackson Hole-Treffens, was endlich heute losgeht, das internationale Notenbanker-Treffen, gespannt. Aber man macht ein bisschen die Verluste wett. In Asien hat die Börse in Hongkong allerdings zeitweise mindestens ausgesetzt, weil da ein Tropensturm heftig wütet, aber der Nikkei und der Shanghai Composite sind eben deutlich ins Plus gedreht und das werden wir wohl auf jeden Fall erstmal mitnehmen, diesen Anschub. Und dann wartet man auf dieses Treffen sehr gespannt. Man wundert sich zwar nicht darüber oder fragt sich, ob die Zinspolitik insgesamt sich verändert. Man weiß, die wird gestrafft, aber man rätselt eben darüber, ob im September eine Zinserhöhung um 0,5% oder 0,75% kommen wird. Also das könnte viel bewegen. Und wir nehmen mit, der DAX wird erst einmal wohl im Plus starten. Vielen Dank, Sissi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute SAP. Die Aktie von SAP befindet sich seit November 2021 in einem Abwärtstrend. Im Juli näherte sich das Papier einer ultralangfristigen Unterstützung an. Unmittelbar über diesem Tief setzte eine Erholungsrallye ein, die durch die jüngste Marktschwäche unterbrochen wurde. Aus technischer Sicht gibt es Hoffnung auf eine Stabilisierung. Im Fokus stehen mehrere Widerstände. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Adiers Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.